Sattelraum hier, genauso wie unsere Reiterin. Unsere Pferde tragen ein Sattelsystem und ein Augenvisier. Das schützt uns vor Bewurf in Verbindung mit dieser Nasenplatte, die sich hier als so eine schwarze Platte am Nasenrücken der Pferde entlang zeichnet. Sie soll die Pferde vor Bewurf im Einsatz schützen und vor Beckerwürfen, Flüssigkeiten und so weiter. Pferde sind Fluchttiere, sie sind aber auch Herdentiere. Das heißt, wir machen uns diesen Herdenverband eben, so wie sie jetzt reiten, in dieser kleinen Viererherde zunutze. Was Sie jetzt sehen, ist Pyrotechnik. Das erwartet uns vor allem bei Demonstrationen und Fußballeinsätzen. Das will geübt sein. Jeder, der privat reitet oder ein eigenes Pferd besitzt, weiß, dass Pferde von Grund auf dort nicht hingehen würden, wo sie Gefahr sehen. Unsere Pferde sind aber so trainiert, dass ihnen das überhaupt nichts ausmacht. Sie dürfen gerne auch berühren, wenn sie ihnen gefällt. Ja, Stefanie, deine Kollegin hat eine GoPro, eine Helmkamera oben drauf. Was hat denn das für Hintergrund? Die GoPro, die hinten, die hintere Reiterin auf ihrem Helm hat, dient der Beweissicherung. Das bedeutet, sie kann aus ihrer erhöhten Position immer das genau filmen, wo sie hinzieht. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, ihr könnt so eine Keilposition machen und da auch Menschenmassen wegdrängen. Also so ein Bund von 1000 Mann, der ist kein Problem für euch. Ja? Den könnt ihr mühelos vertreiben. Ist das richtig? Grundsätzlich ist das richtig. Natürlich treten wir bei einem Bund von 1000 Leuten auch mal mit 8 Pferden oder mit 12 Pferden auf, um einfach so ein bisschen mehr Stärke zu entwickeln. Man sagt so im Polizeijargon, okay. Sehen Sie hier vorne, die zwei Kolleginnen sind unsere Demonstrationsteilnehmer. Die Pferde formieren sich jetzt in einer Reiterkette, das heißt alle nebeneinander. Größte Stärke entwickeln sie hier. Gucken wir mal, was auf sie zukommt. Okay, Bewurf. Die meisten unserer Beamtinnen haben die Zügel nicht mal richtig aufgenommen. Also ein normales Pferd würde da schon längst was aufgenommen haben, aber eure Pferde sind da standhaft. Ja, also normale Pferde, eben dieser Fluchttieraspekt ist hier halt gegeben. Sagen Gefahr von vorne, würden sich auf den Absatz umdrehen und sagen, ich verlasse mal zu uns Münster und ich bin weg. Ja, irgendwann reicht es den Polizeibeamten auf und sagen, okay, diese Störer müssen den Platz räumen. Dann rücken sie mit ihren Dienstpferden vor. Wir kaufen unsere Pferde im Alter zwischen 5 und 9. Sie sind da bereits angeritten, das heißt, da saß schon mal jemand drauf. Und wir bilden sie innerhalb, man kann grob sagen, je nach Alter, in 1,5 Jahren zum Polizeipferd aus. Wir nehmen uns dafür meistens viel Ruhe, viel Zeit einfach, um das solide hier in Grundzüge zu setzen. Und dann kommt eben das, was Sie jetzt sehen, dabei raus. Was kommt uns im Einsatz noch immer mal in den Weg? Sind vor allem bei Demonstrationen brennende Barrikaden, brennende Mülltonnen. Auch davor sagt das normale Pferd, okay, da bin ich lieber mal weg.
Pferde sagen, okay, du willst hier drin herumreißen, alles klar, mach ich. Hallo! Ja, Stefanie, sag mal, wie ist denn so ein Pferd belastbar am Tag? Kann das 10 Stunden Dienst machen wie wir oder kommt es auch mal eine Pause? Also wir gehen sehr schon mit unseren Pferden um. Wir haben jeden Tag Einsätze. Wir wechseln sich da unsere vierbeinigen Kollegen ab. Das bedeutet, Pferde, die heute im Einsatz sind, haben morgen einen freien Tag und andersrum genauso. Was könnte uns im Einsatz noch begegnen? Natürlich sind das alles Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die auch Schusswaffen tragen. Und es könnte im ganz schlimmen Fall dazu kommen, dass auch unsere Beamten schießen müssten. Auch da sollen unsere Pferde da bleiben. Jetzt gucken wir mal, ob wir das gegen die PS des Land Rovers angucken.